Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns hier mal wieder in Tom Clancy's The Division und das wird das erste Let's Play sein, was ich mit einem neuen Mikrofon aufnehme. Ich hoffe, man merkt auf jeden Fall, dass das eine deutliche Qualitätssteigerung ist. Vorher habe ich es ja immer noch mit meinem gar nicht mehr so billigen Sennheiser-Headset aufgenommen. Und jetzt bin ich halt auf ein, ich sag mal, richtiges Mikrofon umgestiegen. Ich habe jetzt das Rode Procaster. Ja, ich hoffe, das wird alles klappen und Sie würde ich verlassen sagen, gehen jetzt wir den mal sicheren raus. Bereich. So. Gucken wir das Ganze mal an. Ich glaube, vorletzte Folge oder sowas sind wir, glaube ich, Level 25 geworden. Wir brauchen gar nicht mehr so viel EP oder EXP. Bis wir dann das nächste Level erreicht haben. Da würde ich sagen, machen wir doch mal hier direkt am besten den Nebeneinsatz. Tja, sieht so aus, als wäre jemand nicht gut auf Sie zu sprechen. Oder die sind neidisch auf uns. Jedenfalls haben Sie eine Eliteeinheit geschickt. Romeo Squad? Das kann nicht stimmen, oder? Egal, die zerballern hier die ganze Gegend. Leute werden verletzt und sie richten eine ziemliche Sauerei an. Ja, dann wollen wir das Ganze mal beheben. Naja. Dann machen wir das Ganze mal. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche von dem Mikrofon nicht ganz so doll aufgenommen werden. Also beim Headset hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Sie sind ein echter Segen. Hier ist das so eine Frage, weil der nimmt eigentlich schon ziemlich, ziemlich viel auf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein PC nicht zu hören ist. Denn mein PC ist auf diesen Einstellungen schon ziemlich am Kämpfen. Warum sehen denn die Texturen so komisch aus? Grafik. Auflösungsgrad 100%. Ultra. Partikeleinfluss hoch, 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 sehr hoch. Schießen wir einfach mal ab. Ah, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, weiß ich nicht. Oh, fuck. Okay, der macht viel Schaden. Oh fuck. So, und begeben wir uns mal kurz dahin. So. Den muss ich einfach kriegen. Hab ich. Okay. Dann holen wir uns den auch nochmal. Okay, jetzt schießt er wieder. Jetzt kann ich hier dann nicht angreifen. Ich kann vielleicht eine Granate werfen. Das Problem ist nur, ich sehe ihn nicht durch diese Rauchschwaden. Verdammt. Komm, ich muss dich doch kriegen. So, dann gehen wir mal hier hinter. Verdammt. Ich kriege ihn nicht ganz richtig. Ich gehe mal dahin. So, gehen wir nochmal dahin. Einen weiteren Krieg müsste ich ihn besser bekommen. So. Ich heile mich kurz nochmal. So. Oh, ich kann hier durchschießen. Das ist praktisch. Oh fuck, davon aus darf er mich nicht erwischen. Ah, ich habe echt zu wenig Mausplatz gerade. So, jetzt geht's. So, ich gehe mal dahin.
So, wir öffnen nochmal eine Granate hinterher. Habe ich gerade getroffen? Ah, scheiße, ich habe nicht getroffen. Ah, perfekt. Den ersten Leutnant habe ich. Anscheinend so. Oh. Da sehe ich schon direkt den nächsten. So. Ah, fuck, das. Alter. So, den habe ich auf jeden Fall bekommen. Alter, ich kann den echt nicht treffen. Weil er durch ihn schießt. So, die schieße ich währenddessen mal ein bisschen ab. So, schon mal ganz gut. So. Verstecke ich mich da hinten mal hinter dem Reifen. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt Sergeant Bellin neutralisieren. So. Oh. Okay, das geht auf. Ich dachte, ich muss da durch. So. Einfach mal draufballern. Ich werde schon irgendwas treffen. So, komm, den muss ich ein... Alter. Den habe ich. So, den habe ich auch. So, den habe ich. Und den muss ich auch nochmal bekommen. Ah, fuck. Warum geht er nicht weiter? Hallo. Alter. So. Ach, da oben ist er. Den habe ich schon gewartet. Perfekt. Wo bist du? Da. So. Vielleicht sollte ich mal die Zweitwaffe auswählen. Kann ich besser auf ihn zielen. Der schießt aber nicht zurück. Ich weiß nicht ganz warum. Bin ich vielleicht außer Reichweite oder so? So. Verdammt, den. So, immer wieder 20.000. Was ist das denn? Warum schießt er nicht zurück? Der wechselt wenigstens mal die Stellung oder so. Ich versuche es nochmal mit der Erstwaffe. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich es so mache. Solange er nicht abhaut, das müsste ja kein Problem für uns sein. So, die erste Lebensleiste ist abgelaufen bei ihm. So. Einmal so, perfekt. Diese Leute haben eine ganze Menge Schaden angerichtet. Dank ihnen ist es nicht noch schlimmer gekommen. So, habe ich noch glatt hier den Loot geschnappt. Und wir sind Level 5, 26 natürlich. Wie so. Sagt man das nur schnell? Hallo, Vertreter der US-Regierung unter Rettungstruppen in Manhattan. Ich heiße Witt. So, dann reisen wir mal kurz hier zum nächsten Safehouse. Und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen Loot, ne? Ein bisschen neuen Loot. Aber erstmal gucken wir natürlich nach, was wir hier schon so haben. Ein neues Sturmgewehr haben wir. Okay. Macht mehr Schüsse pro Sekunde. Und hat mehr Schaden. Das werden wir uns auf jeden Fall mal ausrüsten. So.
entferne ich mal hier kurz die Mods. So, mache das zur Hauptwaffe. Und dann mache ich das alles wieder dran. Wir hatten das hier, ne? Ich glaube schon. So. Bisschen Magazingröße. Laserpointer. Und dann hier das auch noch dran. Perfekt. So. Ich überlege gerade, vielleicht sollten. Ich glaube, ich reise doch nochmal hier hin. Weil hier haben wir alle Shops. Also haben wir sowohl einen Shop für normale Ausrüstung als auch für Waffen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir da mal hinreisen würden. So, da sind wir auch schon. Sie betreten einen sicheren Bereich. So, das mit der Instandsetzung ist auch noch nicht ganz fertig. Da müssen wir auch mal wieder was tun. Aber dafür holen wir uns ja gerade die Ausrüstung quasi. Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Ich habe hier ein Teil, das nach Ihnen ruft. Sehen Sie sich an. So, Waffenlager. Ist ja eigentlich. Ah, mehr Schaden. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ja, und der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Dann gehen wir erstmal zum Ausstattungshändler. So, und kaufen uns das alles und ziehen es auch direkt an. So. Kümmern Sie sich um die Ausrüstung und sie kümmert sich um Sie. Ich gucke mal beim Belohnungshändler, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt. Nee, anscheinend nicht. Genau. So, dann haben wir jetzt überall die bessere Ausrüstung. Und den Rest können wir dann eigentlich verkaufen. So, das dauert wieder mal ein bisschen. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Wie ist der Name von dem Kerl, den ich guck mal, ob ich das hier ausbauen kann. Weil hier haben wir immerhin 300 Vorräte schon. Ich tue von hier aus, was ich kann. Nee, okay, das günstigste ist für 400. Das wird momentan nichts. Aber mit der neuen Ausrüstung sollten wir eigentlich hier das eigentlich ganz gut schaffen können. Hier den Einsatz für 26. Reden wir über die Grand Central. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert die Umgebung. Schwer bemannte Kontrollpunkte. So, dann teleportieren wir uns mal. Ist eine verdammte Festung. Er stellt eine wichtige Basis für. Teleportieren wir uns mal hier hin. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Ein kleines Team, das durch die U-Bahn geht, also Sie, könnte von unten eindringen und dann von innen zuschütten. Eine LMB-Patrouille belästigt Zivilisten bei Kobe's in der 38. West und 3. Oh, muss gerade nicht sein. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Danke, dass Sie uns stark machen. Gibt nicht mehr viele anständige Menschen. Muss aber trotzdem gerade nicht sein. Alter. Kommen Sie, Mann. Ah, verdammt. Eigentlich sollen Sie uns doch helfen. So, ich versuche mal hier durchzuladen. Aber es ist anscheinend hier alles durchgeladen gerade. Der Kontrollraum ist etwa 500 Meter weiter. So, perfekt. Wenn Sie die Geschütze abschalten, gute Jagd. Ah, U-Bahn. Da war was. Oh ja, die Mission mag ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. So, die machen wir einfach mal. Agent, ich habe einen meiner Leute abgestellt, um Sie durch den Tunnel zu führen. Wenn Sie drin sind, schalten Sie die Geschütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von Ihnen ab. Oh, das macht einen deutlichen Unterschied. Empfange Funkmeldung. Titan, ihr Viper One, komm! Die Geschwindigkeit des Schießens. Melde Gewehrfeuer im Bahnhof über uns. Viper 2 antwortet nicht. Position halten, Viper One. Wir schicken Verstärkung.
War es das schon? Nee. So. Ich weiß nur, dass ich diese Mission immer im Schwierigkeitsgrad legendär durchgespielt habe. Auf meinem anderen Account. Weil die war nicht zu schwer. Mit Teammates war es dann auf legendär, also wenn man gute hatte, auch gut zu machen eigentlich. Deswegen wundere ich mich gerade über die Anzahl der Gegner. Ich dachte immer, es wären mehr. Auf einfach nur die Gegnerstufe wäre ein bisschen angepasst, also alle auf legendär. Aber anscheinend ist das nicht so. So. Verstanden. Halten Sie die Stellung, Sergeant. So, den bekommen wir auf jeden Fall. Immer zwischendurch nachladen. Damit, wenn sie sich mal vor. Ja, vorwagen, kann man sie richtig schön abschießen. Ah, verdammt. Muss ich mich einmal heilen. Oh, das Heilen bringt aber auch schon deutlich weniger. Vielleicht muss ich da mal ein anderes Talent einfach reintun. Später. Ah, perfekt. Alarm. Empfange Funkmeldung. Titan, hier ist Viper 3. Wir haben Feindkontakt am südlichen Munitionslager. Ich greife jetzt an. So, komm, dich muss ich kriegen, dich auch. So, sind es noch mehr? Anscheinend momentan nicht. Stelle auf JTF-Funkverkehr um. Unter schwerem Beschuss. Das LMB hat das. Was zum Teufel war das? Entdeckung! Alle Mann! Agent, im Kreuzfeuer ist eine Gasleitung hochgegangen. Wir haben keine Zeit mehr. Schalten Sie sofort diese Geschütze aus. Ja, sofort ist gut, ne? So. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. So, das war's anscheinend auch schon wieder. Also wenn man mit aktueller Ausrüstung hier reingeht, dann kann man es ja easy schaffen. Also mit aktueller meine ich halt das, was man gerade aus haben kann. Und für welches Level auch die Mission hier empfohlen ist. Also das ist jetzt ja gerade für Level 26 empfohlen und wir sind ja auch mit Level 26 Ausrüstung, also ne, also sind überall weniger Gegner. Normalerweise stehen hier locker 3. Ich glaube, es sind genau 3, aber vielleicht ist einfach auch die Anzahl mal 3 überall. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Schon wieder 300 Schuss versemmelt. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem Ups, ah, scheiße, jetzt habe ich das eingesetzt. Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. So, ich dachte mir, setze mal das ein. Sonst hat das ja auch keinen Sinn. Ah, jetzt gehen hier zwei Shotguns hin und ich kann die gerade nicht erwischen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Scheiße. Verdammt. Okay. Hier muss ich ein bisschen aufpassen vor den Shotguns. Normalerweise, wenn man mit mehreren Leuten reingeht, hat man ja noch ein bisschen Rückendeckung. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. So, dann würde ich trotzdem mal sagen, ich hoffe, das Video gefallen und sonst haut rein und ciao.
people. This is my city. We're taking it back.